Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum ersten Vlog auf diesem Kanal. Mit dabei Serni Jo, Gaming. Freunde, was geht ab? Ja, Freunde, kurzes Intro. Wir werden gleich zur virtuellen Bundesliga fahren. Ich nehme euch heute da mit. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Video Daumen nach oben da, würde mich freuen. Kostenlos Abo auch. Ja, wir gehen auf jeden Fall gleich zur virtuellen Bundesliga und nehmen euch einfach mit. So, Freunde, zweiter Tag. Ich habe gestern nicht mehr gebloggt, weil wir lieber Fotos gemacht haben. Heute zweiter Tag von virtuellen Bundesliga. Mit dabei wieder Serni Jo, Freunde, Gaming. was geht ab? Hallo Freunde, was geht bei euch ab? Es ist nur noch ein Und ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall mit dem Bus zum Hauptbahnhof und dann mit dem Zug nach Dortmund. Sehen uns gleich wieder. Schön, dass du hier bist. Wie fühlst du dich? Bist du fit? Nee. Cihan Yazala! Cihan, du hast vorhin zu mir gesagt, du wirst geschossen. Versuch's mal aus der zweiten Reihe. Ja, darf ich aber? Knapp über den Kasten. Auch nicht lange gefackelt von Gian hier, hat man gesehen, die Ausrichtung war nicht komplett da. Spieler, der jetzt den Ball auch zurechtgelegt hat, hätte er noch vielleicht einen Ballkontakt nach vorne machen können, um eine etwas höhere Chance zu haben, auch das Tor zu treffen. Denn nach das natürlich, das sind sehr viele Sekunden, in denen sich okay, dann Jonas, das drauf also ich sag dazu, dass Gian nicht ganz kein letzter Spieler ist. Balance hat, wo man als angreifender Spieler dann die Entscheidung treffen muss. Aber der schafft das. Nämlich den Verschiebungsabschluss, geht daneben oder probierst zu perfektionieren, geht unter dem Ergebnis dadurch mehr Möglichkeit, auch dazwischen zu kommen. Und dann geht's in die Schlussphase dieses Hinspiels. Nein, nein, nicht. Auf dem ersten Halbfinale heute. Tim nochmal im Ballbesitz über Navi, der frisch reingekommen ist. Der hat also Energie, der kann auch ein Laufduell vielleicht dann mal für sich entscheiden. Moretzka. Oder einfach. War schon ein schöner Tag. Weiter auf Werner und der für den Kopf. Ja, Junge. Der Torabschluss ein bisschen schwach, aber platziert. Und er geht rein. Team Stranger erhöht auf 3 zu 1. Du weißt, warum er nicht so stark ist. Da lege ich mich fest. Da lege ich mich fest. Es scheint so, als wäre Team the Stranger Cannavatos im Finale. Der Tag heuer virtuellen Bundesliga und es scheint so, als wäre Cihan Yazala, der amtierende deutsche Meister, mit Vertrag bei RB Leipzig ausgeschieden. Die letzten anderthalb Minuten. Es müssen noch 4 Tore sein und wir sehen jetzt auch, dass das so gut wie die Aufgabe ist. Cihan Yazala spielt den Ball hinten rum, da gibt es also keinen Versuch mehr. Die Zeit wird runter ticken. 3 Minuten gibt es obendrauf. Und Cihan Yazala sichtlich enttäuscht von sich selbst. Ich sehe sogar den Finger aus dem Gesicht. Also das sind natürlich die Emotionen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite Tim, der den Finaleinzug feiert und Cihan, der so gerne diesen Titel verteidigen wollte. Applaus für beide Spieler. Was für ein Halbfinale. Tim Kasparatos. Bundesliga. Nimmt den Ball nicht richtig an, lässt ihn jetzt hier in der gegnerischen Hälfte von Mürzer quasi. Ja, Rücklass bekommt eben nochmal das Tor schon ganz gesehen. Wie ist die Stimmung im Publikum? Geht's euch gut? Ich sag, der Leute ist nach Hause. Ich filme jetzt die letzten 10 Minuten. Also die letzte Gelegenheit. Oh mein Gott. Niklas wagt alles nach vorne mit der Dreierkette. Mürsa stellt sich ein bisschen defensiver ein. Und Niklas im Ballbesitz an der linken Seitenauslinie. Das zeichnet jetzt so ein Spieler aus, Niklas. Er hat die Erfahrung im nationalen, aber auch internationalen Wettbewerb. Das sind jetzt die kritischen Momente im Spiel, was er aus diesem Ballbesitz macht. Vielleicht der letzte, den er hat im Spiel. 88 Spielminute, auf Origi! Ja! Ja!
wird gefeiert von seinem Support, von seinen Coaches. Und genau das zeigt die Weltklasse-Spieler aus, wenn es drauf ankommt, dieser Ball in die Spitze. Schnappt Regie und damit das Spiel 2-1 im Hinspiel. Aktuell 2-1 im Rückspiel. Wenn es so bleibt, geht es gleich in ein drittes Spiel. Mach ihn doch kalt. Wie mehr Schwamm können wir in diesem Zeitraum? Wir sehen uns. Die Beine kontrahieren. Es geht nochmal in den Feinschliff, in die individuelle Taktik. Ich jetzt anweisen, welcher Spieler bleibt vorne, welcher geht mit nach vorne. Wer bleibt wir waren nicht im Finale, wer für den verstärkt den Dorner? Wie viel Risiko gehen die beiden jetzt? Das ist die Frage. Wir können beide gerade das Spiel in den letzten Minuten verlieren, aber auch gewinnen. Geht man jetzt Risiko, müsste man mit seiner Routine, mit seiner Erfahrung über all die Jahre, die er jetzt schon im wettbewerbsorientierten FIFA hat, probieren, den letzten Angriff zu bekommen. Wir sehen, dass die Neumacht. Ich hoffe, der macht jetzt einen Tor. Ich hoffe auf alles. Ich sage, er macht ein Tor. Also, wir sind. Ich glaube, der Weltklasse-Spieler, die machen jetzt aus diesem letzten Ballbesitz das Tor. Das ist dann nicht das getürkt. Wir schauen, was jetzt Mürsler daraus machen kann. Flankenwechsel auch super. Zurück jetzt auf Kurenzka in die Spitze. Und jetzt versuchen wir nach vorne vorzuarbeiten, festzusetzen mit Vidal. In die Spitze, auf Marco Reus. Trackback. Nein! Milosevic will den Ball nach vorne treiben. Oh, jetzt kommt die Goal, Jungs. Jeweils in den Spiel. Und damit haben wir ein drittes Entscheidungsspiel. Das kann ja sein, dass lange Zeit den Vorfeld ist. Das, ja. Ich finde das ganze Golden Goal unglaublich spannend. Ich denke, hier werden jetzt beide mit einer ähnlichen taktischen Einstellung ins Spiel hineingehen, wie es das bei uns schon der Fall war. Und wir sehen das gerade bekommt auch Niklas Feedback, wenn ich vorhin zum Beispiel hatte, lange Zeit über das 4-2-2, das war die Formation, die er jetzt von Beginn an gewählt hat. Er startet jetzt mit 4-2-3-1. Mürsler vertraut auf das 4-4-2. Er war nicht zufrieden, wie das mit der Ecke auch funktioniert hat. Und probiert es jetzt. Das sieht jetzt eine sehr ausgeglichene Formation. Defensiv wie offensiv. Das war Museum zu laufen. Macht ihr Bock auf das entscheidende Match? Mürsler, Stegel, Niklas Vasek. Das erste Tor entscheidet über den Einzug ins Finale. Mürsler von links nach rechts. Mürsler hat jetzt den kleinen Vorteil, dass er hier den ersten Anstoß hat. Den vergibt er aber hier in diesem Moment. Fehlt was. Niklas ist im Passweg drin. Und damit jetzt er mit dem ersten Angriff hier in der dritten Spiel. Niklas Vasek hat sich mit dem entscheidenden Tor dann nochmal zurückgekämpft. Dieses eine Auswärtstor war dann maßgeblich dafür, dass er diese Chance für sich weiterhin erhalten konnte. Und er kommt über Vidal. In Mitte auf Zürich. Erstmal wieder in Gewaltführung. Das kennen wir schon aus den ersten beiden Spielen. Ich bin am Schwierigsten. Jetzt auf Vidal. Es ist natürlich auch die Situation, wo er nicht unnötig ist. Risiko gehen will bei einem Konter, der zum Gegentor führt und man ist aus diesem Turnier ausgeschieden. Die besten 24 Spiele hatten wir seit gestern in Gruppenphasen. Eben 8. Und das macht er ja. Ey, lass Niklas in Ruhe. Jetzt sind wir in der Stufe Halbfinale. Niklas Vasek, Vidal. Für aus dem Publikum schießt, er soll die Distanz jetzt mal zurück. Aber die Unterschlüsse! Knapp links am Kasten vorbei, abgefälscht, wäre er fast im Kasten gelandet. Bekommt die Ecke. Gnabry, Goretzka, Zuba. Ja, Schlüsselballeroberung, das war jetzt eine lange Druckphase. Niklas sieht diesen Angriff. Das wäre natürlich ein Ding. Dieser Schuss, Gnabry geblockt und dann Ginter fast mit dem Eigentor. So wollen wir es natürlich nicht haben hier mit dem Gold Goal. So unglücklich, das soll sauber ausgespielt sein, das wollen wir sehen. Und jetzt Mürsler mit der Gelegenheit, seinen Angriff nach vorne zu bringen. Das sieht gut aus. Er lässt gerade ein bisschen Raum. Die beiden Stürmer vor den beiden Innenverteidigern. Oben ist Platz. Er spielt ihn nach dem Rücken. Jetzt sieht man vielleicht auch eine
bisschen Nervosität, da stimmt gerade der Pass nicht. Der Fehlpass wird gespielt und Niklas jetzt wieder mit dem Gegner. Jeder Ballbesitz kann jetzt hier der entscheidende Moment sein. Vidal. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause oder auf den Handys, egal wo ihr gerade seid, auch diese taktischen Anweisungen hört, die vom Coach von Niklas kommen. Seitenwechsel hat er eben gesagt. Das sind auf jeden Fall anschließende Worte. Aus allen Reihen. Diekmeier. Vidal. Er wartet natürlich, bis sich eben die Räume auftun, entweder durchzustarten oder eben dann Pass zu finden. Jetzt ohne Regie. Ganz eng den Ball geführt, nicht trennen lassen. Mörser lässt sich nicht locken. Goretzka schon im 16er, muss auch nochmal abnehmen. Sie müssen langsamer machen. Wie oft will er noch machen, Alter? Das ist unfassbar taktiert. Werner kommt. Ja. Mörser stellt aber dann doch noch den Fuß dazwischen. Und der Konter für Mirza Jaric, der läuft. Auch ein bisschen kontrollierter, auch nicht überhastet. Bischek auf Origi. Werner. Und dann kommt der Konter, rollt, aber er rollt langsam. Es ist halt Golden-Goal-Regelung. Ein Tor entscheidet alles für diese beiden Spiele. Zuba auf Origi. Kann der Ball noch behaupten? Das ist noch zu einem Wechsel hier im Ballbesitz. Zu als zu spät. Jetzt kommt aber Niklas erstmal. Stark, ey. Dieser Steilpass hat niemand gefunden. Dann ein leichter Ballverlust, der für Torgefahr fast gesorgt hätte. 15 Minuten gleich durch. Ja, Alter, was 6 Sekunden, da wird nochmal. Das ist doch mal sehr langsam hier. Von Mörser wird es auch nicht überhasten. Nimmt sogar die vollen 6 Sekunden. Das kommt das mit. Der Unparteiische und Niklas jetzt also mit diesem Freistoß. Den lässt er sogar auch nochmal ordentlich ausführen, will ihn also nicht schnell machen. Bleibt seiner Linie treu. Langsames Spiel mit viel Ballkontrolle, weil die 70% hier aufzuziehen. Werner gegen Winter im Zweikampf. Mörser stellt sich gut dazwischen. Niklas Vasek über Werner auf Bailey. Der macht es aber nochmal. Diese Disziplin von Niklas Vasek ist der Wahnsinn. Nicht zu überhasten. Wenn Torabschluss dann so, dass man auch wirklich ein gutes Gefühl dabei hat. Ganz langsame, enge Ballführung. Es fehlen gerade die zündenden Ideen. Also natürlich nicht das unglaublich geduldig im Dribbling mit der weg vom Tor den Ball schützen. Jetzt vielleicht mit Werner im 16er. Mörser findet immer wieder gut diese Zweikämpfe im 16er, diese entscheidenden Momente. Das ist so schwer, er entscheidet sich immer richtig. Er hatte eine Idee, wohin Niklas den Ball annehmen wird. Er erobert den Ball und jetzt fehlt es mal für Mörser, was aus seinem Ballbesitz zu machen. Er nimmt es jetzt kaum am Spiel teil, findet immer schnell den Gegenspieler mit seinen Pässen, verliert den Ball. Und das ist natürlich absolut nicht Vorstellung von Mirza Jaric. Wir sehen es jetzt mal. Hier spielt er den Angriff ein bisschen länger aus. Aber Niklas findet immer wieder diese Zweikämpfe mit seinen Spielern. Napri jetzt auf den Außen, holt den Außenverteidiger hinein. Das wird jetzt spannend. Piszczek weit vorne. Unter Umständen, wenn er jetzt hier den Ball verliert, kann es brenzlig werden. Aber Mirza macht das geschickt. Er liest das und merkt, er muss da absichern, auch weiter agieren. Jetzt nicht so viel Risiko eingehen. Lässt den Ball laufen über Goretzka. Auf Arturo Vidal. Vidal. Am 16. Schön raus. Vidal, aber der wird von Mirza. Kurz ausgeführt. Komm. Napri mit der Flanke. Aber Sokratis steigt am höchsten. Jetzt die Umschaltgelegenheit. Und schnappt die auch. Also hier mal wieder Tode. Abtastet den Spiel. Wir haben noch 20 Minuten. Der schwarze langsam. Und wenn es dann 0-0 stehen sollte, wenn es also da kein Golden Goal geben sollte, geht es weiter mit Verlängerung. Und gegebenenfalls Elfmeterschießen. Golden-Goal-Regelung bleibt aber weiterhin intakt, auch in der Verlängerung. Also derjenige, der aus dem Spiel heraus das erste Tor macht oder eben am grünen Ball, also ganz normalen Tor macht, der ist im Finale. Niklas. Weiß ich, beide Spieler auch dessen bewusst sind, dass es eben hier mit einem Tor zu Ende sein kann. Werner ist schon im 16er. Jawohl. Und hängt dazwischen. Fehlpass. Bailey wieder. Niklas. Jawohl. Nein, 10 Minuten. Immer im letzten.
letzten Moment die Verteidiger, die Innenverteidiger, Ginter, Boateng, die sind von Münster da. Sie haben natürlich eine extrem gute Zweikampfführung und immer den Fußspitzen sind sie da, um die Bälle zu erobern. Also man muss echt sagen, Niklas Vlasic hier in diesem Entscheidungsspiel hat die Verteidigung nochmal einen Schritt nach oben gemacht. Das ist so unglaublich. Münster kann kaum sein Spiel schalten. Jetzt mit Werner über die Außen. Werner mit dem Ball. Der Ball in die Mitte. Wie geil! Das Goal! Meine! Konzentrier dich! Alter, nicht los! Victor, du! Das Ticket löst fürs Finale. Goretzka jetzt über Lewandowski, Mürsa Jalic. Vital! Das war Werbung für den E-Sport, sie braucht es eigentlich gar nicht. Das war sensationell, auch was hier in der Halle abgegangen ist. Wie hast du dich gefühlt? Ich habe schweißnasse Hände, ich spiele gar nicht. Oh mein Gott, mir ging es genauso. Also ich hab das ja mitbekommen. Ne? Immer wenn ich jetzt nach vorne komme, das wie im Spiel an meinen Gegenplätzen, und da hört man ja die Zuschauer so. Wenn eine gefährliche Torchance passiert, dann hört man die ja lauter werden. Ne? Das war hier in live die ganze Zeit. Das war zu krass, das Sport hier. Das war viel zu krass. Also danke von ganzem Herzen an jeden Einzelnen, der hier ist und der mich unterstützt hat. Dann war es ein bisschen ruhiger in der Konsole, was die sportlichen Erfolge angeht. Du hast ja immer gestreamt, hast du am Start letztes Jahr hier eins angeschlossen. Ein bisschen Stärkezahn, dann gerade im Angriff. Du warst ein sehr guter Druck. Waren das dann die Nerven jetzt oder woran lag es? Also, ich bin ja an sich ein sehr erfahrener Spieler. Ja, ich habe viele, viele Jahre im E-Sport gemacht. Seit 2011 professionell. Ganz genau. Und 5 Jahre halt wirklich professionell, jedes Jahr Vollgas. Und in den letzten Jahren gab es halt immer mal wieder auch so diese Hin- und Rückspiel, Auswärtstorlinge, so Golden-Goal-Erfahrungen. Damals gab es nicht so viele Golden-Goal-Spiele. Und ich muss sagen, ich hab jetzt nicht nervös oder so, aber ich habe schon gespürt, das ist eine neue Erfahrung. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich denke, das haben die Leute auch gesehen, weil ich habe nicht so halbes gesagt. Gewertet, als wir ihn gesehen hatten. Tim also im Ballbesitz. Nochmal Seitenverlagerung, Vidal. Werner. Das wird vermutlich die letzte Gelegenheit in diesem Hinspiel des Finals sein. Batshuayi mit Distanzschuss oder nicht? Bitte nicht. Nein! Oh! Und das war's! Das Hinspiel.
Jetzt hier für Tim, The Stranger, Kartner Bartos. Der Treffer auch auf den zweiten Pfosten hochgeschlagen. Mit L1 macht das auch nicht. Mit LB. Damit kann man nochmal die Flanke modifizieren, dass sie eine höhere Flugkurve bekommt. Und dann sind diese Bälle auf den zweiten Pfosten geholt. Sehr, sehr schwer zu verteidigen. Gelingt hier auch super. Goretzka kann sich dann kommen, weil er ist auch ein hochgewachsener Spieler. Und er nickt den dann quasi ins freie Tor hinein. Schöne Balleroberung jetzt hier für Tim. Reus zentral mit dem Heat und hier mit dem Hacke zu Hacke. Ein Trick, mit dem man immer gut Gegenspieler vor sich austricksen kann, stehen lassen kann, schwer zu verteidigen. Hier gelingt es und Mürser jetzt wieder mit dem Spiel nach vorne. Halbe Stunde ist vorbei. Das ist jetzt also die Aufgabe, die es zu bewältigen. Zwei Tore müssen es sein. Ein 1-1 genügt nicht nach der Auswärtstorregel, die wir aus dem Europapokal-Wettbewerb ebenfalls kennen. Auch die zählt hier. Und The Stranger führt also hier auf der fremden Konsole. Aber Mürser Jahic eventuell mit der ersten Antwort. Und dann auf nicht gemacht, aber zu unpräzise im Abschluss. Und auch nur ein Abschluss. Ich habe gerade auch den Blick direkt auf den Spieler geworfen. Mürser schaut den Controller an und sagt, was ist da denn passiert? Das sollte, der Staub und meiner Meinung nach, ein flacher Abschluss werden. Und manchmal gibt es Problematik, dass man nicht rechtzeitig mit dem Doppel-B oder mit dem Doppel-B da war und dann keinen flachen Abschluss eingegeben hat oder nicht angenommen wird. Und der geht dann in die Tribüne. Sollte eigentlich, denke ich, hier flach links und ins Eck hineingehen. Viele Spieler üben ja und spielen auch Turniere über Online-Modi. Ist das eine große Umstellung von Offline auf Online oder umgekehrt? Definitiv. Also ich war ja auch vor Ort beim Playoff-Turnier in Düsseldorf, wo entschieden wurde, wer dann letztendlich hier teilnehmen wird beim Finale. Ja, was ist das? Viele Spieler haben Probleme, sich darauf einzustellen. Auch diese flachen Abschlüsse insbesondere, weil das Timing, das heißt die Eingabe, ein bisschen anders ist. Reus jetzt hier durch! Der Ball! Jetzt ist ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Schön in den Angriff hineingeholt. Steilpass, Reus überläuft über die Außen. Und dann der schwache Linkfuß. Der Pass kommt an bei Kostic. Da war dieser Heel-to-Heel-Move. Und jetzt versucht Tim Wissel aber auch zu drücken. Alles klar. Das hat man auch schon gesehen. Und jetzt Mürser. Der Ball kommt an. Ist nur die Frage, kommt da Reus durch? Im Zweikampf gegen Boateng. Verzögert nochmal, schirmt nochmal ab. Und der passt doch mal. Der läuft zu weit. Der Spieler von Mürser Jahic. Ja, Tim macht ihm das so schwer in der Defensive. Er ist so reaktionsschnell, wie er dort immer dann geschickt seine Spieler positioniert. Er ahnt, wo geht es als nächstes hin. Hier auch schön wieder Timo Werner in Angriff hineingeholt. Da werden die Pässe schnell gespielt. Jetzt wird es richtig fein. Kostic mit dem Heel-to-Heel die Flanke auf den zweiten. Der ist drin. Und da setzt sich dann auch der Spieler durch. Fährmann, etwas unbeholfen. Aber das Wichtigste ist hier kein weiterer Treffer. Die Ecke. Erst einmal geklärt. Lewandowski jetzt hier zentral. Spielt den nach vorne, um jetzt das Umschaltspiel einzuleiten. 84. Minute, jetzt wird's langsam Zeit. Tim Kappler war für Jahic besser jetzt in der Championship in Barcelona. Er ist erster geworden in der ESL-Frühlingsmeisterschaft. Spielt also dann am nächsten Samstag im Finale. Auch das gibt's bei uns dann abends zu sehen. Vielleicht wird er sich dann durchsetzen können. Das Ganze in Free TV bei Sport 1. Aber kann er heute dann diesen schon fast sicheren Sieg bis zum Ende durchspielen? Torabschluss! 4 Tore müssen es sein in 4 Minuten für Mürser Jahic. Aber Tim Kaknabatos bleibt im Ballbesitz. Jetzt vielleicht über Reus. Druckvoller Pass auf Lewandowski, weiser Pass auf. Die Zeit läuft Mürser Jahic davon. Tim Kaknabatos steht nur wenige Sekunden entfernt von seinem ersten deutschen Meistertitel. Er würde eine wahnsinnige Form bestätigen. International, sehr auffällig, im positiven Sinne. Sehr jung, 19 Jahre. Und er bekommt nicht nur die Trophäe, sondern auch 25.000 Euro. Ich bitte mich nochmal nach in die Treppen der Fußballmission. Tim steht auch schon auf. Der Abpfiff ist noch nicht erfolgt, aber. Ja,
Wasserer, den bisherigen deutschen Meister, nochmal empfangen. Die beiden hatten ja auch das Duell im Halbfinale, da hat sich dann Tim durchgesetzt gegen Chihan. Und jetzt gibt es nochmal hier einige Umarmungen, einige Emotionen, aber Mirza Jahic, auch an ihn einen großen Applaus. Von Kapstein. Ausgewürzt total, entspannt, bisschen aufgeregt, bisschen aufgewühlt. Ja, also ich bin extrem glücklich, dass ich jetzt gewonnen habe. Ich kann es selbst noch kaum glauben. Die hört mich auf jeden Fall später nochmal wieder. Dann kriegst du natürlich auch diese begehrte Trophäe und die Preise. Tim, vielen Dank. Und ich gebe mal ab zu Malte, der das Ganze nochmal analysiert, das Finale der Welt. Und ich habe mein Bestes gegeben, irgendwie es vielleicht zu packen. Ja? Man darf ja niemals aufgeben. Es hat mich ein bisschen so erinnert an Rocky 6, ne? Wo er nochmal aus dem Ruhestand kommt, um einmal noch so gegen einen Jungsprung zu probieren, wie weit er denn kommt. Ne? Tim, du musst das leider nochmal aus der Hand geben, weil jetzt kommt eigentlich das wichtigste Ding. Und das ist hier diese Trophäe. Also, du bist der neue deutsche Meister. Und was hast du mir denn für die großen Applaus? Tag nach dem Turnier. Und dabei ist noch Andy Gaming, der bei mir gepennt noch. Ja, ich war auf jeden Fall das ganze Turnier für mir so. Leider im Finale hat er verloren. Kann man halt nichts machen. So auf jeden Fall richtig coole 2 Tage in Dortmund. Ich habe aber nur einen mitgenommen, wo es jetzt Halbfinale und Finale war, weil uns die Fotos wichtiger waren am ersten Tag. Und ja, ich blende euch dann noch die Fotos ein, wenn ich es schaffe, die ich gemacht habe mit den YouTubern und E-Sportlern. Ich sage, macht's gut, haut rein und ciao.